Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Thermomix mit Claudia. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Dann das erste Zehe bilden, Hand reinhauen. Dann quasi die zweite Zehe bilden. Wir machen heute für euch einmal wieder eine Backsession, beziehungsweise fangen wir mal mit dem ersten Teil davon an. Wir machen Kaisersemmeln. Was jetzt bei Kaisersemmeln? Ich mache die aus diesem großen, also aus diesem Brotbackbuch von Thermomix, vom Vorwerk. Und zwar ist es da so, da wird ein Vorteig gemacht, das nennt man Polish. Ist die französische Art oder Form des Vorteigs und wird hauptsächlich auch bei Baguette angewendet und gemacht. Oder eben auch natürlich bei Semmeln, bei viel Roggenbrote. Da geht es darum, dass durch diesen Vorteig, der gibt diesem Hauptteig, der dann am nächsten Tag quasi vollendet wird, gibt der einfach nur mehr ein besonderes Aroma. Er sorgt auch dafür, dass die Kruste, also dass die, ja, dass richtig schön resch wird und knusprig wird. Und es sorgt auch für ein bisschen eine längere Haltbarkeit vom Brot. Also das könnt ihr im Prinzip machen, um das ein bisschen länger haltbar zu machen. Darum wird es immer gern für Roggenbrote verwendet. Genau, und wir machen das jetzt, es ist im Prinzip auch keine große Hexerei. Wir fangen heute mit dem Polish an. Da seht ihr, wir brauchen nur gleiches Teil, gleicher Teil Mehl, gleicher Teil Wasser und ein bisschen ein ganz Mini-Stück, also so ein erbsengroßes Stück von der Hefe. Das werden wir dann ruhen lassen, aber das zeige ich euch dann weiter. Ihr müsst es leider ein bisschen verzeihen, ich bin etwas eingeschränkt. Ich werde mir natürlich trotzdem Mühe geben. Ja, wir schauen einfach, wie es funktioniert. So, genau. Anfangen dann mal eben, indem wir einfach, das sind jetzt 100 Gramm glattes Weizenmehl. Also da würde ich jetzt auch wirklich für die typischen Handsemmeln, würde ich definitiv einfach Weizenmehl, glattes Weizenmehl nehmen. Es gibt viel Roggenbrote oder Dinkelbrote, Vollkornbrötchen, alles Mögliche, aber für wirkliche Semmeln Weizenmehl glatt. Also das ist einfach sonst kein Semmel. So, da kommt eben jetzt einmal 100 Gramm Mehl plus eben die 100 Gramm Wasser. Und jetzt nehmt sich einfach von dem Hefewürfel, da braucht man nachher eh weiter nur was, zwar nicht den ganzen, aber das ist egal, da macht es dann einfach wieder irgendwelche Semmelbrötchen oder so draus. Nehmt einfach so ein ganz kleines, ich zeige euch das wirklich nur so wie eine Erbse, also nur so ein kleines Stückchen Hefe kommt da mit rein, Deckel drauf und das Ganze wird jetzt für 15 Sekunden auf Stufe 3 einfach miteinander vermischt. Und dann sind wir eigentlich mit dem Vorteig schon fertig. Also 15 Sekunden, Stufe 3. So, wir haben jetzt eben das Polish fertig. Und zwar schaut es dann aus wie so ein bisschen ein schlatziger, cremiger Milchmehlbrei, Wassermehlbrei. Das ist auch nichts anderes, also im Prinzip nichts Besonderes jetzt an sich, noch nicht. Und das Ganze kommt jetzt, da nehmt euch so entweder Rexglas, Einmachglas, irgendwas, wo halt ein halber Liter ungefähr reinpasst, weil das doch ein bisschen Volumen gewinnt. Jetzt nicht extrem, aber als Vorsorge einfach ein groß genuges Glas nehmen. Und da füllt sich das jetzt ein. Und zwar einfach rausholen alles. So, ihr Lieben, jetzt ist dieses Polish, der Vorteig, der ist jetzt in diesem Glas. Da darf man jetzt eine Stunde, lassen wir jetzt einfach mal vorgären, quasi warm gehen, nur sage ich. Das stellen wir uns jetzt einfach an einen warmen Ort, einfach in die Ecke. Jetzt im Sommer ist das eh nicht so tragisch. Lassen den eine Stunde stehen und dann kommt er am besten über Nacht. Also er sollte schon 12 Stunden circa im Kühlschrank verschlossen, also einfach so ein Rexglas oder eben Einmachglas. Verschlossen in den Kühlschrank, damit man morgen weiterverwenden kann. Und dann kommt noch Mehl, Backmalz und so dazu, ein bisschen Butter, Salz und noch ein bisschen Wasser und Hefe und dann wird unser Teig vollendet. Das machen wir aber eben erst morgen. Also ab damit in eine warme Ecke und dann in den Kühlschrank. So ihr Lieben, jetzt ist nach 12 Stunden im Kühlschrank, also er war zuerst natürlich eine Stunde einfach so bei Zimmertemperatur, und dann eben 12 Stunden im Kühlschrank.
unser Vorteig, der Polish, da sieht man richtig die Luftbläschen, also da hat sie auch wirklich was da. Er hat da oben, sieht man so richtige Blubberbläschen. Und jetzt können wir mit unserem Semmelteig, also mit dem Kaisersemmelteig, weiter da. Und zwar haben wir nur eben 200 Gramm kaltes Wasser, diesen Polish brauchen wir. Das sind jetzt, was haben wir da, 100 Gramm Wasser, 100 Gramm Mehl, also ca. 200 Gramm. Dann haben wir, wir brauchen 10 Gramm von diesem Hefewürfel, 400 Gramm Weizenmehl, glattes. Dann haben wir 3 Teelöffel von diesem Backmalz. Das kriegt ihr in jeder Mühle zum Beispiel oder bei einem gut ausgesuchten Bäcker zum Beispiel. Dann braucht man ca. 10 bis 12 Gramm Salz und 20 Gramm Butter. So, ihr gebt jetzt einfach alles rein da in den Topf. Jetzt habe ich wieder die Waage vergessen. Es waren 200 Gramm Wasser. Dann eben diesen Polish. Tada. Einfach da dazu. So. Wie viel sind es? Ja, genau, nicht ganz 200, aber das ist jetzt. So. Der Polish, dann eben diese 400 Gramm. Ups! Ja. Oh. Ich habe schon ein bisschen mehr rein, da man sieht, ich plane voraus. Also, das ist irgendwie. So, jetzt da dazu geben wir unsere 10 Gramm, ca. 10 Gramm Hefe. Perfekt, Brösel noch. Den könnt ihr übrigens den angebrochenen Hefewürfel in ein bisschen Frischhaltefolie einwickeln und trotzdem weiterhin im Kühlschrank aufbewahren. Also den müsst ihr jetzt nicht da irgendwie entsorgen. Er sollte halt dann jetzt nicht mehr jetzt da ewig lang rumliegen. Aber so ein paar Tage, wenn er nicht über das Ablaufdatum hinausgeht, ist kein Problem. Ablaufdatum in dem Sinne ist nur wichtig, nachher treibt er nicht mehr so gut. Also das ist mir zumindest so gesagt worden. So, jetzt kommen unsere 3 Teelöffel, beziehungsweise in Gramm, ja, ca. 10, Durchschnitt 10 bis 12 Gramm. Backmalz, dann kommen eben genauso viel, also auch 10 bis 12 Gramm Salz. Das ist schon einfach auch wichtig, damit das auch noch was schmeckt. Das ist jetzt nicht schlimm. Es ist ein bisschen viel. Ich tue da jetzt alles raus. Ja, ich habe es jetzt auf 13 doch wieder reduziert. Also was ich sagen will, 10 bis 12 Gramm ist schon wichtig, damit auch Salz drinnen ist, damit die Semmel einen Geschmack haben. Und ja, aber 20 war dann doch zu viel. So, genau, und dann kommen diese 20 Gramm, was wir eben von der Butter noch brauchen. Da ist jetzt wieder nicht so schlimm, wenn diese paar Gramm mehr sind. Da sind sie eh nicht. Genau, passt. Alles drinnen, das heißt Deckel drauf, Messbecher einsetzen. Und wir dann jetzt einmal nicht diese Knetstufe, sondern wir machen einfach, um das ein bisschen liebsamer zu kneten, sage ich mal, wird das für 1,5 Minuten, stehe ich ein, für 1,5 Minuten im Linkslauf, das ist wichtig, auf Stufe 5 wird das geknetet. Also ihr merkt es dann schon, er knetet wirklich auch, nur nicht so dieser typische Teigmodus, sondern ist ein bisschen sanfter. Und das braucht der Kaisersemmelteig. Genau, also Stufe 5, 1,5 Minuten, Linkslauf. So, der hat jetzt 1,5 Minuten geknetet werden dürfen. Der hat jetzt eine kleine Massage gekriegt. Ich tue mir da jetzt nur den Rest da so vom Rand ein bisschen nur dort rein. Das ist ein bisschen etwas klebrigerer, aber er ist sehr weich. Also man merkt es. Ich tue mir den jetzt gern da vorher ein bisschen vom Rand lösen. Und jetzt möchte ich mich in dem Rahmen auch gleich bei der Ivona bedanken aus unserer WhatsApp-Gruppe. Wir haben da diesen coolen Teigdreher da gekriegt, der übrigens auch cool, also wirklich cool in der Hand liegt und super geeignet ist eben für dieses da, dass man eben dem Teig jetzt hilft, aus dem Topf zu kommen. Ihr müsst da meine Umständlichkeit ein bisschen verzeihen. Normal habe ich den Topf nicht da so irgendwo, aber naja, ihr seht warum.
Genau, ihr seht ja, dass jetzt das meiste eigentlich da raus ist. Das restliche tun wir jetzt nur kurz auf Stufe 10. Linkslauf und Rechtslauf einschalten und dann schleudert man den Rest auf dem Rand raus. So. So, ihr seht da jetzt, hat es meinen restlichen Teig am Rand rausgeschleudert. Den holen wir uns jetzt da auch noch raus. Und das, was ich da eben vorbereitet habe, ist einfach so eine Teigschüssel. Ihr könnt das in das, wo ihr einfach euch einen Germteig gehen lasst, tatsächlich euch das rein. Und man merkt da jetzt einfach beim Teig schon im Prinzip diese Wirkung von dem Vorteig, also von dem Polish, weil er, ihr werdet das auch nachher sehen, wenn ihn euch in diese, also wenn ich ihn schleife und so, er greift sie generell sehr cool an und er lässt sie extrem gut dehnen. Die Dehnbarkeit wird einfach auch nochmal ein bisschen gefördert und verbessert durch diesen Vorteig, den wir gemacht haben. So, das Ganze wird jetzt für 30 Minuten auf die Seite gestellt und in der Zwischenzeit könnt ihr euch einerseits schon mal die Matte herrichten, ihr könnt das bemehlen, ihr könnt einfach alles, diese Teigkarte vorbereiten. Alles, was wir quasi jetzt dann brauchen fürs Rundschleifen, fürs eine Waage brauchen wir. Das richten wir uns in der Zwischenzeit her, lassen den an einen warmen Ort gehen und dann geht es schon weiter. So, meine Lieben, der Teig, ihr seht, der ist jetzt, der hat sich bewegt. Also da ist einfach ein bisschen was passiert. Der ist jetzt halb, ja, 40 Minuten ist er jetzt gestanden. An einer warmen Stelle bei euch im Haus. Oder bei uns eben jetzt in dem Fall. Jetzt machen wir uns circa 12 mal 70 Gramm Stücke aus dem Ganzen. 10 bis 12, das sehe ich jetzt dann einfach, das ergibt sich von ganz allein. Und zwar habe ich da eben meine, ich habe die Arbeitsplatte nur leicht bemehlt, also wirklich nicht allzu viel und oben rüber nochmal ganz ein bisschen. Der Teig soll so bleiben. Also wir sollen da jetzt nicht nur ewig Mehl einarbeiten und das Klebrige verliert er, je länger wir ihn bearbeiten. So, das heißt, wir halbieren uns das Ganze jetzt mal einfach. Macht sich da so einen Teigstrang. Und jetzt schauen wir mal. Ich habe mir da eine Waage hergestellt. 72 Gramm und das machen wir jetzt einfach 10 bis 12 Mal. Und dann darf es gleich einfach so rundschleifen. Das heißt, wie oft schon in meinen Videos, wie ihr es gesehen habt, einfach Teiglinge schleifen, nennt man das, in der Handfläche unten rein. Der Teig soll am Boden haften, drum nicht zu viel Mehl. Und ihr darfst ihn quasi drehen in eurer Handfläche. Und dann legt euch diese Teiglinge, ich habe mir noch hinten so ein Brett bemehlt, vorbereitet, richtig schön bemehlen, dass sie nicht kleben bleiben. Und da legt euch die hin und lasst es einfach nur mal eine halbe Stunde bei Zimmertemperatur einfach dann abdecken. Und lasst es nur mal gehen für eine halbe Stunde und dann machen wir weiter. Ihr Lieben, unsere Teiglinge, seht, die sind jetzt ein bisschen entspannt. Also das ist eben der Grund einfach, warum man die nur mal liegen lässt, damit sie die Oberfläche ein bisschen entspannen kann. Die sind jetzt immer eine halbe Stunde dort liegen. Wir werden die jetzt, also ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Ich persönlich bin ein bisschen handy gekappt, deswegen, beziehungsweise ich mache es auch grundsätzlich ganz gern, meine Semmeln mit diesem Semmelstempel. Das ist einfach, ihr könnt ja diesen Apfelausstecher nehmen oder eben so einen Semmelstempel. Da könnt ihr jetzt einfach diesen Teigling von der Unterfläche, also vom Brett, nur mal schauen, dass es sehr schön löst. Nur mal kurz in Form bringen, aber nicht mehr da. Und dann einfach einmal den Semmelstempel nehmen. Fast ganz durch, aber nicht durchstechen. Dann seht ihr diese Semmelform und die legt euch dann, ihr habt da den großen Bäcker vorbereitet, sage ich das. Habe den vom Pampered Chef eben, habe ein bisschen eingefettet mit Ghee und ein bisschen bemehlt. Da lasse ich die Semmeln jetzt dann nur mal ca. 30 Minuten gehen. Ich weiß, es ist einfach ein bisschen Aufwand, so Semmeln machen, aber je länger sie gehen dürfen, immer wieder und entspannen, und das tut einfach dem Teig gut. Das ist, und dann werden sie besser. So, meine Lieben, jetzt zeige ich euch nur schnell Handsemmeln, so gut ich es hinkriege. Also ich bin jetzt in dem kein Profi. Aber ich werde es euch vorführen. Dann zurechtzupfen. Daumen rein. Daumen liegen lassen bis zum Schluss.
dann eben über den Daumen die erste Zehe bilden, hack, reinhauen. Dann quasi die zweite Zehe bilden, dann wieder da dann noch reindrücken. Dann die dritte Zehe, da schön in die Mitte und wieder reinstechen. Die vierte Zehe, da wieder rein und nochmal stechen. Und jetzt die letzte, kommt auch nochmal da unter die Lasche, drückt es ein bisschen rein. Ah ja, da sieht man es jetzt besser. Dann zieht es das ganze restliche Teigstück rein und die Lasche oben drüber. Das schaut jetzt schon eher nach einer Handsemmel aus wie das. Genau. Und da seht ihr jetzt diese 1, 2, 3, 4, 5, 10. Da hat es nicht ganz so einwandfrei geklappt. Aber bitte verzeiht mir das. Ich zeige euch das wahrscheinlich nur mal irgendwann. Und genau, die Lasche da drüber ziehen. Und jetzt haben wir eine Handsemmel. Aber wie gesagt, ihr seht, die schauen auch sehr süß aus, sind hübsch. Und da gibt es nichts zu meckern mit diesen Semmelstempeln. Und es geht einfach schnell. Also man braucht ja, glaube ich, jetzt nicht immer perfekte Semmeln, aber wenn ihr die mal wollen würdet, dann wisst ihr jetzt, wie es geht. So, meine Lieben, ihr seht jetzt, wie wunderbar diese Semmel aufgegangen sind in der Form. Also ich habe jetzt die zweite Partie in den Ofen geschoben, die waren jetzt 15 Minuten im Backrohr. Ich werde mir jetzt so ein Brett mit ein bisschen am Raster, normal könnt ihr es auch sonst gerne auffahren. Ihr seht, die sind auch fluffig und durch. Ihr könnt die auch sonst gerne auf ein Gitter legen, also so ein Backrost und einfach verkehrt rum quasi und auskühlen lassen. Huhu. Einfach, dass sie von unten auch Luft haben, dass die Hitze ausweichen kann. Genau, das Ganze waren 15 Minuten im Backrohr. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken der Semmeln. Ihr seht, die Form ist jetzt natürlich keine Kaisersemmelform. Aber man sieht die Ecken, wie bei den Semmeln halt auch. Ihr könnt es uns nur ein bisschen fester durchdrücken, aber dann besteht die Gefahr, dass sie die einzelnen Zehen ein bisschen ablösen. Es sind hübsche, nette Weckerl, Brötchen, Semmeln, nennen wir es Semmeln. Und wünsche ich jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken. Freue mich natürlich aufs nächste Mal kochen, backen, wursten, was auch immer wir beim nächsten Mal machen werden. Und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zusehen, einen schönen Tag. Schaut bitte auch gerne auf der Website einmal vorbei, werft einen Blick drauf, da findet ihr Gutscheincodes, aktuelle Angebote rund um den Thermomix, alles was damit zu tun hat. Und alle diejenigen, denen das Video gefallen hat, die noch nicht abonniert haben, bitte gerne abonnieren, Glocke aktivieren, dass keine Videos mehr verpasst. Wir blenden euch natürlich dann beide Semmeln ein, also wir machen einfach so ein kleines Blech am Ende, da seht ihr dann eh, was rauskommen ist. Also, wir sehen uns. Bis bald. Ciao.